Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alex im Wunderland. Heute ist ein ganz besonderer Tag, auf den sich viele Menschen fast ein Jahr lang darauf vorbereitet haben. Dieses Jahr findet er in Deutz statt. Es sind 30 Straßen gesperrt und der dadurch entstehende autofreie Platz steht für die Einwohner zur kreativen Gestaltung frei zur Verfügung. Der Tag des guten Lebens. Was es damit auf sich hat und was es zu entdecken gibt, das finden wir jetzt zusammen heraus. Wir haben jetzt im Verlauf des Tages hier eine Wand in der Straße gebaut, ein Labyrinth gebaut, ein Stadion haben wir gebaut und das ist jetzt so die vierte Aktion. Wir stellen hier unser 0221 Magazin vor, ein Kulturmagazin in Köln. Hier geht es darum, um den Menschen aufzuzeigen, wie schön diese Welt ist. Ich bin jetzt hier gerade bei der Agora Köln, denn die Agora organisiert den Tag des guten Lebens. Ich bin Gründungsmitglieder der Agora Köln. Ende 2012 ist die in Ehrenfeld gegründet worden. Wir waren ja 2013 sehr unsicher gewesen, was bewirkt das jetzt überhaupt in der Stadt? Wie kommt das an? Wie könnt ihr denn einen ganzen Stadtteil verkehrsberuhigen und Autos aussperren? Im Umkehrschluss, nach dem Tag des guten Lebens, war das Feedback wirklich enorm. Die Politik und das Ordnungsamt hat es auch direkt aufgegriffen und waren alle sehr begeistert gewesen. So ein Konzept an Bürger- und Nachbarschaftsprojekt gab es in Köln bisher noch nicht. Überlegt mal, was normale Straßenfeste für einen Unrat produzieren. Unsere Straßen nach dem Tag des guten Lebens sind von den Bürgern sauber gemacht worden. Und der Stadtteil war nachher sauberer wie vorher. Du bist hier, wie ich an deiner Warnweste erkennen kann, Helfer, oder? Genau, ja. Helfer am Tag des guten Lebens. Die Stadt ist lebendig, es sind viel mehr Menschen auf den Straßen als sonst. Ne? Das ist offensichtlich auch das, was den Menschen am meisten Spaß macht, was die am meisten gerne hätten. Jetzt auch hier die Straßen so bunt und autofrei zu sehen, irgendwie sich auch die eigenen Straßen so wieder ein bisschen zu erobern. Ich bin im Organisationsteam vom Tag des guten Lebens und zwar im Bereich Logistik. Die ersten Vorbereitungen fangen Oktober an, September. Vor allen Dingen geht es dabei in die Nachbarschaft, dass ja auch die Leute das gut finden und annehmen und eben auch Aktionen sich überlegen und den Tag so ein bisschen mit vorbereiten. Und dann geht es eigentlich los mit, okay, wie groß, welches Gebiet genau und an welchen Stellen müssen wir aufpassen. Sponsoren müssen gefunden werden, das ist relativ früh in der Zeit. Und dann eben die ehrenamtliche Helfersuche, die ist jetzt eigentlich so in den letzten 2-3 Monaten sehr groß gewesen. Was ich an dem Tag des guten Lebens schön finde, ist, dass es einfach mal so ein Beispieltag ist, dass jeder einfach zeigen kann, was ist denn für ihn ein gutes Leben. Ne? Also keiner will irgendwem was vorschreiben und danach soll man eigentlich nicht mehr zurückfallen in diese Routine und das hat man in den anderen Stadtteilen schon gesehen. Da finden weiterhin Treffen statt, da sind weiterhin Projekte und das finde ich irgendwie total faszinierend, dass eben ein so ein Tag ganz viel für die Zukunft auslösen kann. Gutes Leben bedeutet für mich Essen, am besten biologisch angebaut. Und tiergerechte Haltung, dann auch für die Stadt wenig Verkehr, viel Fahrradverkehr. Das ist auch ein Teil eines guten Lebens, gute Gespräche zu führen und mal zu hören, was macht man so, wie geht's einem so. Ich nehme eine ganze Packung Motivation mit und freue mich, dass wir das in anderen Städten auch noch mehr ermöglichen. Ich bin jetzt seit 2013 dabei. Und bin mit der Projektsteuerung betraut. Was war auch für dich das Schönste, was du da so mitgenommen hast? Beim allerersten Tag in Ehrenfeld 2013 bin ich morgens gegen 7:30 durch die Straßen gefahren und es gab keine Autos mehr in dieser Straße, es gab keine Menschen in dieser Straße und ich stand da völlig alleine und plötzlich ging eine Tür auf und ein älterer Mann kam heraus, war bestimmt über 80 und guckte raus und sah mich in meiner Ordnerweste und sagte, Mensch Junge, was ist denn hier los? Und ich sagte, ja, Tag des guten Lebens und autofrei und jetzt können wir alle mal was anderes machen hier. Und dann ist er wieder reingelaufen, hat seinen Reisigbesen rausgeholt und ist die komplette Stammstraße abgelaufen mit diesem Reisigbesen. Hat das alles zusammengekehrt, aber wirklich auf 150 Metern und hat einfach seine Straße sauber gemacht. Und das werde ich nie vergessen. Das war so ich und dieser ältere Mann mit seinem Funkeln in den Augen. Das Wichtige ist, was ich mitnehmen kann, an mich selbst zu glauben. Dass ich die Kraft habe,
wenn ich Positives aus mir rausstrahlen lasse, dass ich eventuell es schaffen kann, Leute zu berühren in ihrem Herzen, dass sie auch strahlen können. So ihr Lieben, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall ein Like. Liked unseren Kanal. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu einer neuen Folge von Alex im Wunderland. Und wenn ihr aktiv werden wollt, dann www.tagdesgutenlebens.de.